Facebook-Freunde, heute befinden wir uns hier in der Komedischer Meulesmühle in Leinfelden-Echterdinger. Ja, und heute wird der Hannes und der Bürgermeister dreht. Ausnahmsweise, es gibt eine Sondersendung, die heißt 20 Jahre Hannes und der Bürgermeister. Zu sehr am 24.12. Ja, aber jetzt gucken wir schon mal rein, wie das dahinter alles produziert wird. Kommt einfach mal mit. So, jetzt befinden wir uns direkt in der Kulisse von Hannes und der Bürgermeister. Ja, also so sieht es alles dahinter aus. Haufe Technik, es wird noch aufgebaut alles. Und ja, ganz wichtig natürlich, ohne Kameras geht es natürlich nicht. Ja. Das ist einer von unseren Kameraleuten, das ist der Peter. Peter, was du schon gar? Wie seit 20 Jahren mache ich scharfe Bilder. Und bist du es, Albin? Nein, ich bin's, der Bastian. Hallo, Chris. Grüß dich. Und du drehst die Hand, oder wie? Du hast mich jetzt gerade erwischt, wie ich hier mit meiner Eigenkonstruktion hier im Lichteinfall arbeite. Aber wie du siehst, es funktioniert doch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Na, es löst sich doch. Also, dann hoffen wir mal, dass du das nachher im Griff hast. Okay, Action! Auch eine ganz wichtige Person hier am Set, unsere Regisseurin, Isolde. Isolde? Ja. Du hast gerade den Text noch durchgegangen, oder wie? Ich versuche da ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Aha. Aber das wird wahrscheinlich klappen. Das hat nun immer geklappt. Das mal auch. Ohne Redaktion geht es natürlich nicht. Der dahinter ist der Günther, unser Redakteur. Hi. Günther, was tust du? Naja, was macht man als Redakteur? Man freut sich über die guten Quoten. Hannes und der Bürgermeister, das läuft. Die wichtigste dahinter am Set, Albin Breik und Karl-Heinz Hartmann, alias Hannes und der Bürgermeister, die sind gerade dahinter am Text lernen. Da darf man jetzt aber gerade gar nicht stören, die brauchen Konzentration. Aber wir gucken trotzdem mal geschwind ein, was die da denen. Was soll ich da eine Frau spielen? Sie hätten sogar auch mal eine Frau sein wollen. Ich? Ja, Sie. Ich muss nicht auf Schiffen gewesen sein. Oh, nicht nur Sie, Herr Bürgermeister. Da machst du auch wieder einen Offen. Ich habe auch wieder schöne Reaktion auf den Sketch. Ja. Und du am Schluss auch wieder, da bin ich bei dir und dann machst du so, nicht nur sie, Herr Bürgermeister. Da. Also über die Schulter. Also ich sehe schon, es ist gar nicht so einfach, eine Frau zu spielen. Eine Frau auch mit. Eine Frau zu spielen ist auch mit einem Kopf zu. Gar nicht so einfach. Ja, was heißt da eine Frau spielen? Sie sind sogar schon mal eine Frau sein wollen. Ich? Ja, Sie. Warum, da müssen Sie besoffen gewesen sein. Oh, nicht nur Sie, Herr Bürgermeister. So, jetzt sind wir da hinten in der Maske. Da wird gerade der Albin Breik zurecht geschminkt. Evelyn, du bist unsere Maskebildnerin. Was tust du denn? Ich gucke jetzt, dass er einfach gut aussieht als Hannes. Ich mache jetzt ein bisschen Grundierung drauf. Und mehr braucht er nicht, weißt du? Ein schöner Mensch kann nichts entstellen. Darf ich das so unterstreichen? Obwohl ich habe unterstreichen gesagt, obwohl ich bepinselt werde. Man nennt sowas auch einen Glattstrich. Deshalb unterstreiche ich das. Gepinselterweise. Einer hat gerade Zeit. Das ist der Karl-Heinz Hartmann. Karle. Ja. Darf der Karle zu dir sagen? Aber bitte. Okay. Also, jetzt wollte ich dich gerade mal fragen, was du denn da heute? Was hinter gerade Text gelernt? Ich habe gerade Text gelernt, ja. Und okay. Das ist der Hannes ein Rieberhafer einmal, dann auch mich. Okay. Und das meine einmal. Und dann warten wir noch auf Rechte vom Bühnenbild. Und dann gehen wir runter und dann fangen wir eine kleine Szene an zu spielen. Und Text sicher seiner? Ja, das sind wir immer. Das will was heißen. Seiner, da geht es richtig professionell zu. Auch wenn es einen familiären Charme hat. Jetzt natürlich auch noch geschwind der Hannes. Ja. Hannes, mit Brille heute, aber wie? Ja, weil der Hannes ist jetzt noch privat. Okay.
Und so ist doch Hannes Haber. Ich nenne mich immer Zeuser Eich. So schön. Also, so, ja, so ähnlich dann, ja. Und ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, der Bürgermeister dahinter, der tut gerade seine Schnapsflasche richten. Darf man das überhaupt zeigen, wie das wirklich funktioniert mit der Schnapsflasche? Ja, eigentlich nicht, weil jetzt tut er gerade Wasser rein. Oh. Da hört man so im Hahn laufen. Na, guck dir mal, geschwind. Leid, guck dir mal. So wird die Schnapsflasche präpariert. Niemand was, ja. Aha. Das ist eine geheime Mixtur. Eine geheime Mixtur. Genau. Machst du die Etikette weg? Ja. Ah. Das ist wegen der Schleichwerbung, kommen die Etiketten weg. So, jetzt ist er drin. Also pass auf, es ist so, hier die Tür kommt. Die Tür geht auf, ja. Der Karl kommt rein, ja. Und ihr fahrt so mit Monitor. Okay. Und es geht gerade, ich bade in der Menge, was? Und dann schneidet ihr auf ihn um in eine enge Zweier von da. Und da ist das Publikum dann drunter. Meine Fernbedienung hätte gerne auf dem Tisch, sonst kann ich nachher nicht weitermachen. Ich finde es ja. Okay. Ich finde es jetzt nicht ja. So sonderlich gut, wenn man so steht. Ja, die hast du auf dem Tisch. Also jetzt werden wir mal eine Probe. So, und jetzt beginnt die Aufzeichnung. Bühnenbild steht, die Kamera läuft und jetzt müssen wir ganz ruhig sein. Handy ist aus. Handy ist aus und bitte. Ich bade in der Menge. Was? Ich verbeuge mich vor dem Publikum, das da applaudiert. Was denn die? Also ich hab's schon gesehen. Eine Frau zu spielen ist auch mit einem Kopftuch gar nicht so einfach. Was heißt da eine Frau spielen? Sie sind sogar schon mal eine Frau sein wollen. Ich? Ja, Sie. Warum? Denn ich hab so für sein müssen. Oh, nicht nur Sie, Herr Bürgermeister. So, und jetzt haben wir auch mal gesehen, wie es hinter der Kulisse aussieht. Also, ihr seht dann das Richtige. Also, wann war das noch? Am 24.12., also am Heiligabend. Ja, kurz nach der Bescherung. Genau, also nach dem Großessen. 20.15 Uhr. Im Dritten. Ja, also bis dann, man sieht sich.